Moin Freunde, willkommen zu diesem F mit einem U mit einem T Part. Und mit dabei im TS ist auch der Henrik. Hallo Henrik. Hola chicos. Hola. Und zwar... ja. Und zwar bin ich leider, wie ihr gesehen habt, ich hatte zwei Spiele, hab's leider ein Spiel gewonnen. Und im letzten Spiel habe ich dann 2-1 verloren und ich hatte Chancen gehabt. Ich hätte vielleicht gewinnen können, hab's aber nicht geschafft. Deswegen hatten wir 2 Punkte gewählt und deswegen bin ich in Liga 5 verblieben. Juhu! Und da habe ich auch schon einige Niederlagen wieder kassiert. Und zwar wie viele genau? Waren es 3 oder so? 2. Und 2 Siege auch. Und eben habe ich ein Spiel gespielt. Und das habe ich verloren. Das ist natürlich doof, aber jetzt wollen wir gewinnen. Und zwar mit meinem russischen Team wieder. Und zwar, ihr seht, einige Änderungen. Also, erstmal, was ich sagen muss, ich wollte ja Bruno Alves haben. Der ist nicht mehr da, denn das Spiel bei Fenerbahce. Das wusste ich nicht, weil bei Foothead habe ich mir das Team zusammengestellt. Ich rede ganz schnell. Linestyle. Und ich rede schnell. Nein, Spaß. Aber auf jeden Fall gibt es den nicht mehr, weil er bei Fenerbahce ist. Und Fenerbahce ist ja bekanntlich nicht im Spiel. Und deswegen gibt es ihn nicht. Bloß, wie gesagt, bei Foothead war er noch da, komischerweise, aber auch ohne Bild. Und deswegen hat mich das verwirrt und ich dachte, es gibt ihn noch. So, dann Gonzalez rausgenommen und hier links ist jetzt Honda, weil ich auf 4-3-2-1 umgestellt habe, damit Hulk besser seine Position spielen kann. Denn der spielt jetzt auf der Erstposition und hat noch einen Vertrag, oh nein. Und hat jetzt aber 10 Chemie. Das heißt, also Schuss, Dribbling und Kopfball pushen ihn jetzt um einiges noch wieder, wie ihr links sehen könnt. Sowieso Killer der Motherfucker. Und ja, er hat jetzt dafür nur 7 Chemie. Ist immer noch mehr als der Hulk hatte. Aber ist nicht so wichtig, da... warte mal. Er hat immer noch keine Loyalität, aber egal. Da er, ja gut, als er hier spielt und ihn man nicht erzählt immer kann. Aber ich möchte ihn gerne spielen lassen, da nämlich doch 5 Sterne hat. Ich habe es in einem Kommentar gelesen, dass er doch 5 Sterne hat. Und es ist mir nämlich nicht aufgefallen, denn beim Zusammensuchen irgendwie hatte ich wohl, beziehungsweise aufstellen, hatte ich wohl mich verguckt und gesehen, dass er noch 4 Sterne hatte. Ja, 4 Sterne schwacher Fuß, aber 5 Sterne Skills immer noch, also Spezialbewegung. Das heißt, ich habe 2 mit Busoffer. Habe ich nicht richtig gesehen, hat natürlich immer noch 5 Sterne. Dachte, es wurde gedowngraded sozusagen, aber nee. Dann habe ich mir hier jetzt LS, wollte ich, brauche ich noch einen, den Danny geholt, guter Mager. Sehr schnell, sehr dribbelstark, dribbelstark, Mese, Käse, Besel, Mese. Und bisschen Schuss und Tempo noch einfach mal gepusht. Und ja, jetzt möchte ich gerne einen Sieg einfahren, aber da müssen wir erstmal die... Also das finde ich schon sehr wenig, die Fitness so. Wir wollen ja topfit antreten. Habe ich noch einen Kaderfitness? Nein. Scheiße. Ja, das ist natürlich doof. Müssen wir eine kaufen, da habe ich wieder gar kein Geld mehr, weil ich meine Packs für die momentan zu kaufen, die es zu kaufen gibt. Moment. Momentan erhältlichen, wie man da unten sieht, Set-Angebot, 15.000k, also 15k Packs gibt. 4 Tage noch. Beziehungsweise jetzt, wenn ihr das Video seht, so 3 Tage noch, ja. Und, also frühestens, seht. Und was wollte ich genau? Schiebe Gelaber wieder und ja, was willst du machen? Holt man sich mal ein Fitness. Obwohl, so viel brauche ich gar nicht. Silber reicht, dann sind die, glaube ich, billiger, ne? Ich weiß nicht, wie teuer die dann sind. Kriegt man da was? Nee, sind auch nicht teurer, billiger, glaube ich. Ah, okay. Ja, so ist okay. Komm. Zeig direkt zuweisen. Ja, bitte, Akin. Blink, blink, blink. Oh! Nee. Henrik spielt nämlich auch gerade Food, übrigens. Damit ihr wisst, was. Wenn er mal einen Ausruf hat, ja, so, nee, oder sowas. Zum Beispiel. Damit ihr wisst, was das ist, was da los ist. Hehehe. Jetzt mit voller Fitness in die Schlacht. Schauen, was wir für einen Gegner kriegen. Erstmal einen Schluck nehmen von meinem Ice-Tea Zero. Prost. Aha, BVB-Logo. Aha, BVB-Trikot sogar. Oho. Jetzt kommt auch noch ein Bundesliga-Team, ne? Würde ich abkacken. Sex-Zop. Aha. Och, du Käsebrot. Elia, Blagi, Miki.
Ist Juff, ne? Juff und Jakunan. Käse, Brot, hinten auch noch Hummels und Adler. Pisscheck, Alter. Der Huan hat ein Überteam. Also ist es schon. Also ist schon auf jeden Fall sehr gut, ey. Jungs, hoher Druck. Wird ein schwieriges Spiel. Das wird echt schwierig jetzt. Brauchen wir. Oh. Da müsst ihr euch konzentrieren. So, das wollte ich sagen. Aber wir tun voll so, als wenn es richtig so real-life-mäßig Fußball ist. Aber. Aber ist es auch. Mann, Jungs. Auf ich stehe doch nicht im Abseits. Auf jeden Fall. Nee. Leckt das jetzt nicht schon. Nee. Oh mein Gott, so ein Backtor, Alter. Nein, Diouf, sagt er. Und ich habe schon wieder vergessen, meinen spanischen Kommentator reinzuhauen. Den ich jetzt übrigens auch runtergeladen habe. Danny, schön. Bleib am Ball, bleib am Ball. Kili, was machst du denn? Der hat übrigens auch 4 Sterne Skills und 4 Sterne schwacher Fuß. Ist also prädestiniert, als Dings zu spielen, auch mit seinem Dribbling-Wert. Und Sturm. Aber, jawohl, renn, Megidi, renn! Mann! Aber er müsste noch ein bisschen besser schießen, können, 75. Aber wo geht? Guck mal, Jakunan hat auch nur 76 zum Beispiel. Und der hat auch bei mir früher auch schon Killer-Tore gemacht. Und der kann auch trotzdem geil schießen, ne? Das ist nicht so ausschlaggebend. Aber, und ich habe ihn ja sogar gepusht, deswegen müsste das eigentlich hin. Geh weg. Auch noch mit 4 Stunden schwacher Fuß ist schon ganz gut. Weg damit, weg da. Ey, dann nimmt er ihn an und der ist auch hier, Konan, ne? Ja, ah, dann pfeift er wieder ab, ne? Weißt du, nein! Wieso so eine Scheißdinger? Oh, ich verstehe das nicht, ja. Das ist richtig lächerlich, das hatte ich auch extrem letztens. Was ist das schon wieder, ey? Dann macht Blaszczykowski hier ein Kopfballtor. Und wie auch noch. So dämlich. Die gehen einfach nicht hin. Als wenn Blaszczykowski ein übelstes Kopfballmonster wäre. Oh, der verliert den Ball. Sauber, Danny. Mickey, renn. Nein. Oh, schieß doch da nicht, Mann. Da wollte ich antäuschen. Oh, man denkt immer, oh, die kommen gut. Kannst gleich direkt annehmen vielleicht sogar. Und was kommt denn? Scheiße. Dann kommt ein 500-Kilometer-Ball. Danny, schön. Oh mein Gott, der sollte auch angetauscht sein. Werden. Und er macht nur einen Pass. Schön. Schön, lässt noch einen aussteigen. Jetzt aber. Jawohl, Danny. Nee. Jawohl, so will ich sehen. Und dann sagt, guck mein Obi an. Guck mal, und lacht. Was für ein Obi ich hab, sagt er. Hä? Na, also dribbeln kann der Typ auf jeden Fall echt. Der gute Danny. Sie? Ah, ja. Sierra. Nein! Ey, schieß den Ball nicht weg, du Penner. Das ist mein Neuwurf. Hey, nimm ihn mit. Mann, Hulk ist so eine Kante, ey. Der ist zwar nur 1,80 breit. 1,80 groß. Aber dafür 5 Meter breit oder so. Und hat auch noch einen guten Dingswert. Also Stärke-Dings. 5 Meter nur breit. Ja, ist schon nicht schlecht. Aber er meint, er kann sich nicht durchsetzen. Obwohl er sogar so noch viel stärk, also viel stark ist mit der Wert. Ja, sauber von Honda. Jetzt finde ich nur noch einen Gegner, der hat eine Schallplatte. Ja, das ist doof, das hatte ich gestern auch. Ah, Danny dribbelt sich wieder durch. Kann jetzt eigentlich schießen, aber dann doch nicht. Und dann Getummel und dann Bummel. Und. Oh, Saldi. Honda. Was mir auch gefallen ist, Honda ist unglaublich zweikampfstark. Und er holt so viele Bälle. Und fängt auch viele Sachen ab. Das war klar, dass er dahin macht. Also,
Ein Pipit. Hey. Man spielt verkehrt. Und jetzt leckt das so komisch. Soll das? Ah. Ball weg, Ball weg. Schön von Honda. Ah, Danny, renn. Da sagte mal Danny. Als wenn Danny ein Mädchen wäre. Mann, besoffen. Nein, nicht sowas. Oh, Jungs. Bleib da, bleib bloß da. Jawohl, weg, weg, weg. Oh, sauber, Akim. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Nein, was? Was? 300 Paraden von Akim Fev und den letzten kriegt er natürlich nicht, der am schlechtesten geschossen ist. Den hätte er locker noch kriegen müssen. Oh, das ist so lächerlich. Er macht so gute Paraden und dann laggt das zwischenzeitlich und den letzten kriegt er natürlich nicht. Mann, Jakunan, du kannst nichts, geh weg. Also der Jakunan von ihm jetzt. Da muss ich wohl ein bisschen skillen hier. Sagt Danny sich. Oh, hat er durchgekommen. Ich bin keine Gegner, das ist voll. Ach komm, als ob, Mann, wie viel Glück der Mann hat. Oh Mann, ey, fast ein Glück gehabt. Habe ich auch mal Glück hier, mein Glück wenigstens. Oh Gott. Haut doch den scheiß Ball jetzt endlich raus, ey. Nein, kein Absatz, halt die Fresse. Das ist nicht wahr! Ich mach, hau den Ball ins Tor, abpfiff und er ruft 8 Wochen danach so, das Sportgericht hat entschieden, das ist doch kein Tor gewesen, du hast doch verloren. Ja, echt, ey. Kann auch früher abpfeifen wenigstens. Wenn er schon lächerlicherweise der Meinung ist, dass es Absatz ist. Und dann haben die da auch noch gute Videoschnittleute da, ne? Die dann meinen, das Dings zu fälschen, weißt du? Die Linien da weiter vorzuziehen und so. Und die Spieler, also, weißt du, mit einem Spieltag-Analyse-Tool machen die das wahrscheinlich. Ja, aber wie sonst? Oh, Junge! Töre. Schön. Musofa. Jetzt wieder mal ein Magidi-Spin und dann mal in die Mitte schneller passen sogar. Und dann hat Hulk den Ball und jetzt... Komm, was ist das? Wieso leckt das so? Hol ihn dir. Mann, und Samba, ey, der kann eigentlich Kopfbälle, aber er spielt die immer in die Arme des Keepers irgendwie. Abpfiff 2-1 für den Gegner. Und gleich hau ich ihn weg. Geh weg, geh weg, geh weg. So, weiter geht's. Ich spiele nämlich gegen Chadi 00. Chadi 00700. Ich spiele gegen Frostpool, weißt du? Lol. Der denkt auch, er wäre Frosty. Magdidia. Renn, Magdidia. Magdidia. Ja, Magdidia. Oh, der Huren, ey. Oh, der doppelte Huren. Oh, der achtfache Huren. Oh! Juf, sagt er. Das heißt Juf, bitte. Wuff, wuff. So, Anjukov am Ball. Und richtig Gillepass from the world. Ansaldi? Voll. Was willst du? Wieso pfeifst du? Gib dir noch Samba eine gelbe. Er gibt Samba eine gelbe. Ay, ay, Käse. 1-0 hier. Es läuft einfach wieder. Naja, freut euch nicht so früh, 1-0, ne? Also. Läuft einfach wieder. Es läuft wieder, hast du gehört? Naja. Fick dich weg! Wieso gehen die da nicht früher hin, Alter? Ich könnte kotzen bei so einer Scheiße. Ey, dann prallt der ab, ey. Braucht noch 300 Jahre, bis er ins Tor geht. Und dann leckt das wie Hurenscheiße. Mindestens wie Hurenscheiße. Ja, mindestens. Maxi mindestens. Jawohl, deine Mutter, Alter. Komm, Hulk. Nein.
2:0. Honda hat nicht so viel Kraft, aber dafür präziser. Wir lassen Honda mal auch mal schießen. Ah, lecken noch mehr, du Huren. Oh mein Gott. Schlecht habe ich den jetzt geschossen. Alter, als ob, wie schnell die einfach immer Dings abdrücken halt. Das ist so unlogisch. Was haben die für eine Engine hier reingebaut? Unreal Engine, meinen die. Machen die. Hallo, wir machen jetzt. Wie heißt das eine Spiel, wo der Psycho noch da war? Komm, ballern rein. Was meinst du? Der gesagt hat, wo ist die Escape-Taste? Ich will jetzt Unreal. Genau, Unreal Tournament, genau. Ja. Und da ist zum Beispiel auch Unreal Engine. Und Cry. Nee, Cry, das ist Cry Engine. Oh, Alter! Flatte und der Keeper springt erstmal richtig ins Tor, meint er, ihn zu holen. Jetzt aber komm! Ballern rein! Mann, du Hurensen! Echt mal Schiedsrichter faul, Penner. Danny, Danny, jawohl, Danny. Ah, Josef, Danny. Wo geht der denn hin? Ja, komm mal, kannst du mir das mal sagen? Oh, wieso machst du so eine Kacke, du Hurensohn? So eine Scheißhunde. Oh nein, hör auf. Hör doch auf, ey. Er bricht den Pass nicht ab. Jawohl, jawohl, komm, komm. Jawohl! Hatte ich nicht mehr gedacht. Manche brauchen auch einfach 100 Jahre zum Schießen, ne? Ja, echt. Und wenn sie dann schießen, dann bomben sie die richtig einen raus. Das ist der Anschlusstreffer, Junge. Und jetzt noch ein Glück, noch den Ausstieg und den 8 Tore. Spaß. Mindestens 8 Tore noch. Ja. Was willst du, Freistoß? Kadaverkopf, ey. Danke. Geh hin. Oh, doch nicht so ein Pass. Kriegt der auch mal eine Karte vielleicht? Jawohl. Er kriegt dann sein Deakonan eine gelbe Karte. Alter, es laggert so. Es laggert so. Du. Geht hin. Hulk ist noch. Jawohl, was ein Hulk, Alter. Sauberes Käse-Arschfick. Käse-Arschfick, Hulk. Oh, der geht hinter. Sauber, ey. Dann kriegt er den Pass noch hin, aber nicht im Abseits. Macht direkt Abschluss in die kurzes Eck. Ins kurze. So. Da! YOLO! Ne? Hätte jetzt Lion. Hätte Lion jetzt gesagt. Frag doch Lion und Teaser, die hatten das so gesagt. Oh, der war ja gut. Der ging ja nur 800 Meter neben dem Spieler vorbei. Die Flanke. Pass, Dings. Boah, Pass. Ja, echt? Aha, aha, ja, ja. Und so schnell kann es gehen, da haben wir wieder den Ausgleich, aber wir wollen natürlich YOLO und geh weg, verpiss dich, Yakunan. Der kleine Yakunan, der vielleicht 1,12 ist. Zumindest, ja, okay, nö. Aber trotzdem, Alter, als ob das ein Übelster, als ob der jeden wegdrückt. Okay, der ist, weiß ich nicht. Er ist schon ein Fettsack, so. Aber trotzdem. Mann, als ob, Mann. Guck mal an Saldi an. Der bleibt einfach stehen. Ich hab keine Lust. Dann schießt er drauf und er geht natürlich rein, der Ball, ne? Das meint er nämlich. 76 Dings, aber Schuss, aber trotzdem so einen guten Schuss. Also trotzdem ist es so gut. Ah, und die passen den Gegner an, ey. Ja, fick dich, jetzt kriegt er rot. Ja! Gelb-rot, Samba! Verpiss dich, du Hurensohn! Alter, so eine Hundeschnauze, ey. Kalt wie eine Hundeschnauze. Ja, Verteidigung wird überwertet. Alles nach vorne. Ich hab keine andere Wahl. Wohin? Ich hab keinen Bock jetzt umzustellen. Renn. Was? Da ist ja noch einer. Oh mein Gott. Er verkriecht sich erstmal im Loch. Töte doch mal die Hurenspieler. Jungs, nehmt euch ein Beispiel an Samba. Tötet die anderen Spieler. Wenn sie nicht begraben werden, noch wenn der Leichenwagen nicht aufs Spielfeld fährt, dann können die den Vertrag wird nicht verlängert, sag ich euch jetzt schon dann. Pass auf, renn du ne Tö.
Jul! Hulk hat einen Kopf! Hat einen Kopf! Endlich nutze ihn nochmal. Nicht nur zum Denken, auch mal zum Ball. Eins kacken. Follow, Alter. Okay. Da kommt er angesprungen und haut ihn in die andere Richtung. Also von der er gekommen ist. Er ist von links gekommen, also quasi gegen die Laufrichtung gehauen. Also der Torwart ist zwar da mäßig lang gelaufen, aber es hat halt nichts ausgemacht. Hey! Denkt an den Leichenwagen, Jungs. Das motiviert euch. Oh, fast das. Sonst kommt ihr da auch rein. Hey. Renn, renn, renn. Mercedes. Oben steht er. Oben steht er. Dumbi. Er kriegt den Kopfball, aber der andere Motherfucker, oder? Jawohl. Wieso so ein Lag? Wieso? Döf, sagt er erstmal. Mann, holz ihn weg, den Hurensohn. Das kann nicht sein. Wehe, ich töte dich. Oh. Jungs, kein Unentschieden und keine Niederlage. Leichenwagen sonst. Für euch. Ich sag euch, Jungs, wenn der Leichenwagen nicht für einen anderen Spieler kommt, dann sorge ich dafür, dass er für euch kommt. Oh. Oh. Fuck. Nein, nein, nein. Es laggt auch noch so weh. Nein. Du Hurensohn, Alter. So ein Kack-Scheiß-Lack in der Hand, ey. Ehrlich jetzt, der hat kein gar nichts. Er spielt das erste Mal FIFA, das merkt man auch. Und trotzdem hat er so einen Kack-Glück. Das ist auch noch wegen mir, Alter. Ich mach so eine Scheiße. Und dann holt er... Oh, wieso springt denn? Er versucht nicht mehr zu springen. Er guckt dem Scheißball hinterher. Und es laggt wie ein Hurensohn. Doppelter Hurensohn. Das ist richtig. Ich schmeiß gleich meinen Rechner um hier. Das ist so Kack-Huren-Style. Er blockt. Guck mal, er kann meine Spieler umbringen. Einfach. Und er darf es einfach. Oh Mann, dein Hurensohn, du Hurensohn. Es ist so lächerlich hier, was hier passiert. Es ist unglaublich, wie viel Scheißglück der Hurensohn hat. Den haut er aber schön rein. Geh doch hin, wenn dein Gegenspieler den Ball gibt, heißt das, du musst dahin gehen. Wenn du dann nicht hingehst, Leichenwahr, gehen. Die hören nicht auf mich. Leichenwahr, gehen. So Hurensöhne. Was für Missgeburtenspieler habe ich eigentlich? Echt mal. Oh. Jetzt gib mir den Ball, du Missgeburt. Ist das schön. Oh Gott, und ich grätsch daneben. Nee. Mann, was macht ihr? Herzlich willkommen bei Live. Jetzt, er lässt richtig lange laufen, spielen, ne? Der Hurensohn-Richter. Pass auch? Was macht er da? Danke, dass du abfasst, du Inzest-Schiedsrichter. Hat deine Mama ballert, ballert. Na, das ist richtig peinlich, sowas. 5:4, wieder kein Sieg. Und man muss ehrlich sagen, das ist peinlich, weil das mein schlechtester Gegner bisher in FIFA 14 auf jeden Fall war. Das kann man ehrlich schon mal sagen. Ja, guck mal, Sex Stop heißt sein Team. Er wollte eigentlich irgendwie Arschkekskopf oder so. Keine Ahnung, ist nicht sein Gewalt. Irgendwas wollte ich eben sagen. Oder? Kekskopf. Nee. Hau ihn kaputt. Auf jeden Fall richtig lächerlich, wie man gesehen hat. Was? Okay, ich habe auch. Adler, man muss sagen. Adler. Man muss sagen. Das ist nicht dein Ernst, ja, doch. Man muss sagen. Ich habe natürlich auch ein bisschen dazu beigetragen, vor allem zum letzten Tor. Aber wieso meine Spieler einfach ultra schlecht sind und dann irgendwie nichts mehr hinkriegen, finde ich lächerlich. Die kriegen die 4 Tore hin und danach sagen die, so, 4 Tore, mein Arbeitstag ist hiermit getan. Gute Nacht, ich jetzt schlafen. Das finde ich scheiße, sowas, ne? Also dann kann man auch nochmal über eine Gehaltsverringerung um 50 Milliarden sprechen, so? Denkt dran, Jungs. Ne? Bis deine Antenne, hau die rein, Henrik. Immer Servus, Käsekopf. Tschüss.